Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Als heutiges Thema habe ich mir die Hühnerfütterung ausgesucht. Es ist ja auch so ein Riesenthema. Ganz bewusst gebe ich hier aber keine expliziten Tipps zu bestimmten Futtermitteln. Ich möchte hier einfach mal Tipps zur Fütterung im Allgemeinen geben. Hühner sind ja, wie nicht jeder weiß, keine reinen Körnerfresser, sondern eigentlich Allesfresser. Und das muss man schon auch berücksichtigen, wenn man von einer tiergerechten Fütterung reden möchte. Das nächste Thema, das ich immer sehr spannend finde, ist auch, wie reiche ich das Futter da. Denn Hühner haben ja auch eine Hackordnung und da gibt's eine ganz tolle Lösung, und zwar diese Hängesilos oder Hängeautomaten. Da hat man auch einen Vorrat, das geht auch mal für 2-3 Tage, wenn es nicht so viele Hühner sind. Das Entscheidende für mich ist aber, dass das Futter sauber bleibt, weil die Tiere es nicht so gut verschmutzen können. Und ich habe durch die runde Form auch nicht so das Problem, dass die Hühner da die ganze Zeit ihre Hackordnung ausmachen müssen, während des Fressens. Die können sich hier gut ausweichen und rangniedere Tiere fressen dadurch auch viel besser. Es ist ja eigentlich auch logisch, dass ein Futter, das irgendwo in der Ecke in einem kleinen Topf angeboten wird, zu mehr Streitereien und Problemen führt, wie eine runde Form, die in der Mitte des Stalles von oben herabhängt. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Die richtige Fütterung von Hühnern ist ein bedeutsamer Aspekt der Hühnerhaltung und gerade für Neueinsteiger oft wie ein Buch mit 7 Siegeln. Dabei würde man meinen, dass es besonders leicht ist, ein Tier zu füttern, das von Natur aus ein Allesfresser ist. Wenn Hühner im Freien ein großes Areal für sich zur Verfügung haben, dann sind sie fast den ganzen Tag über damit beschäftigt, im Laub, im Gras, in der Wiese, unter Bäumen und Sträuchern, nach Würmern, Insektenlarven, fressbaren Blättern, Blüten und Beeren zu suchen und ergänzen ihren Menüplan selbstständig mit allem, was sie brauchen. In solchen Fällen reicht das klassische Körnerfutter tatsächlich als Futterbasis im Groben aus. Viele Hühner haben aber nur einen kleinen, begrenzten Auslauf oder dürfen auch, so wie jetzt wegen der Stallpflicht, vielerorts gar nicht mehr hinaus ins Freie. Dann sind wir Hühnerhalter dafür verantwortlich, die Hühner abwechslungsreich zu ernähren. Am einfachsten haben es hier natürlich Selbstversorger, denn in einem großen Nutzgarten fällt fast immer etwas für die Tiere ab. Diese Bitterbinter Asturianer Hühner aus Spanien laben sich gerade in einem ausgehöhlten Kürbis, ein wahres Festessen. Auch diese Steinpipperl leben gesund und lassen sich einen Apfel schmecken, allerdings sollte man Obst immer nur in moderaten Mengen verfüttern, wegen des hohen Fruchtzuckergehaltes. Auch in der Natur kann man unter gewissen Voraussetzungen Grünfutter für die Hühner sammeln. Diese Hühnerschar frisst gerade zerhackte Brennnesselblätter und die bekommen den Hühnern sehr gut, nicht umsonst wird auch in vielen alten Hühnerbüchern empfohlen, schon den kleinen Küken zerhackte Brennnesseln in das Futter mit hineinzumischen. Vorsicht ist geboten bei verarbeiteten Lebensmittelresten aus der Küche, denn was viele gar nicht wissen ist, dass man bei Hühnern, deren Eier man später noch verkaufen will, gesetzlich gar nicht die Erlaubnis dazu hat, Lebensmittelreste zu verfüttern. Dieser Hahn in einem Zoo, es handelt sich um einen Pavloskaja, frisst gerade altes Brot. Kommen wir nun zum Körnerfutter. Hühnerfutter kann man ja überall kaufen, und oft wird aber gefragt, wie viel Futter denn nun so eine Henne pro Tag bräuchte. Das hängt stark von der Umgebungstemperatur ab, vom Alter der Tiere und davon, wie viel sie sich bewegen können. Außerdem spielt die Rasse eine große Rolle, denn gerade durch die Rasse kann der tägliche Futterbedarf zwischen 25 und 100 Gramm Körnerfutter pro Tag schwanken. Ich kann euch hier also absolut keine gültigen Vorhersagen machen. Wichtiger finde ich die Überlegung, ob man das Körnerfutter als naturbelassene Mischung anbieten möchte, geschrotet oder aber in Form von Pellets. Am naturnahsten wäre natürlich das ganze Korn. Da man es aber in der Regel gemischt anbietet, neigen die Hühner zu sehr selektivem Fressen und so geht ein Teil des Futters immer verloren. Viele Hühnerhalter schwören darum längst auf Pellets, denn auch sie enthalten verschiedene Getreidearten. Da diese allerdings uniform zusammengepresst sind, selektieren die Hühner beim Fressen weniger und es kommt kaum zu Futterverlusten. Besonders die legenden Hennen haben einen hohen Bedarf an Kalzium und Mineralstoffen. Hier kann man Ergänzungen natürlich auch kaufen oder einfach die Schalen von ungekochten Eiern sammeln, zerstoßen und den Hühnern zufüttern.
In direktem Zusammenhang mit der Fütterung steht natürlich auch das Trinkwasser für die Hühner. Hühner brauchen mehr Wasser, als man vielleicht glauben würde, besonders an heißen Sommertagen oder in warmen Stellen. Hühner müssen auf jeden Fall den ganzen Tag über die Möglichkeit haben, an unbelastetes Wasser heranzukommen. Wenn sich die Tiere im Freien auf einem großen Areal bewegen, wäre es sogar ratsam, ihnen mehrere Wasserstellen an verteilten Plätzen einzurichten. Im Garten werden die Tiere teilweise auch recht kreativ bei der Wassersuche. Das fließende, glitzernde Wasser dieses Bachlaufes übt eine gewisse Faszination auf diese halbwüchsigen Zwerghühner aus. Die großen, ruhigen Orpingtons gehen lieber zum tropfenden Wasserhahn. Ihnen ist freies Wasser ein wenig ungeheuer, wie auch vielen anderen Hühnerrassen. Wenn man seine Tiere regelmäßig beobachtet, findet man schnell heraus, welche Vorlieben sie haben. Dieser Sarama-Hahn geht zum Beispiel immer zu zweit mit seiner Lieblingshenne an den Teich, um zu trinken. Einfach putzig, die beiden. Die Hühnerfütterung ist ein wichtiges Thema, mit dem ich mich in meinen Videos immer wieder auseinandersetzen werde. Geplant ist zum Beispiel ein Schwerpunkt darüber, wie man Hühner während der Mauser richtig füttert. Bereits erschienen ist ein Film, in dem es um natürliches Aufzuchtfutter für Küken geht und wie ihr es herstellen könnt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann möchte ich ihn euch als weiterführendes Video empfehlen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch.